Yo, YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu The Let's Play The Legend of Zelda Tears of Kingdom zur nächsten Folge. Wir waren in der letzten Folge auf dem Weg darauf, also auf die Insel. Und also das Springen macht so viel Spaß, ich bin sofort drinnen. What the fuck? Ja, wir schauen, dass wir die Folgen hat. Da vorankommen. Richtung Wassertempel würde ich behaupten. Ah, okay. Da sind Zeitbomben da drinnen. Ich kann es nicht so auserziehen. Das wundert mich. Dann nehmen wir unsere Wasserfrucht. Wollen wir mit. Ja! Was? Gammakrieger Breitschwert. Aus Sonanim gefertigtes, robustes Großschwert der Sona. Bei der Synthese mit Sona-Bauteilen oder Materialien erhöht sich die Angriffskraft mehr als üblich. What the fuck? Gibt zweimal so einen Blitzstopp. Juckt nicht. Weg mit. Okay, cool. Also die Insel ist richtig geil. Oh, da ist der Sidon. Weil du da so Ubi springen kannst. Einfach gestorben. Was ist gleich das? Alter, das ist einfach. Ah, okay. Wir sprechen mit dir an. An welchem mysteriösen Ort wir hier doch sind. Mein Körper fühlt sich leicht an, schwerelos, wie ein Seerosenblatt, was auf dem Wasser spiegelt. Was? Doch keine Zeit zu staunen. Wir sind hier, um den Ursprung des Schlamms zu finden und aus der Welt zu schaffen. Ja, genau. Deswegen sind wir da. Und wir sollen das anscheinend lösen. Keine Müdigkeit vorschützen. Keine Müdigkeit vorschützen. Link. Wir teilen uns auf und setzen dem giftigen Fluss ein Ende. Okay, wo gehst du, wo geh ich? Er rennt einfach, er sagt einfach, wir teilen uns auf. Fuck. Ah, okay. Sind wir das da drüben erkunden? Dann kommen wir aber nicht mehr daher wahrscheinlich. Oder doch? Oder wir gingen zuerst hoch. Oh, ich weiß es nicht. Das ist halt. What the fuck? Drehangriff. Okay, also ich finde die Mechanik extrem geil. Okay, wir können auch da runter und wieder rauf. Okay, juckt nicht. Wir schauen da nach hinten. Was da ist. Okay, kann es irgendwie dann kurz das machen. Warte mal. Wir machen so. Oh mein Gott! Das ist ja komisch.
Gamma-Kriegshornkonstruktoren. Ein Horn mit Sägezähne, das die Angriffskraft einer Waffe erheblich erhöht. Man kann damit nicht nur Büsche, sondern auch ganze Bäume zerschneiden. Okay, das hätte man verbinden sollen, wenn wir vielleicht klug will. Komm schon, Alter. Was? Nachher mir erstmal befallen. Ich habe wieder nichts zum Essen. Ich gehe schon wieder vorbereitet, wenn das ist der Wahnsinn. Hey, die haben so viel Damage gemacht. Und das Springen macht es auch nicht einfacher. Bin ich ehrlich mit euch. Da bin ich ehrlich mit euch. Whoopies. Umschlag, ja? Okay, tschüss. Holzpfeil. Okay, das ist Ruhe. Oh mein Gott! Auf Palle einfach! Hochleistungsbatterie. Eine Ersatzbatterie mit verbesserten Kompressionsrate. Sie enthält eine Vielfaches der Energie wie eine gewöhnliche Batterie. What the fuck? Ich kann ja nicht draufklettern. Hey, doch. Oh mein Gott! Da unten ist auch was. Was war das für ein Attacke, bitte? Gamma-Elite-Konstruktoren. Eine klingenförmige, scharfes Horn mit komplexer geformter Spitze, das wie Dekoration wirkt. An Waffen erhöht es die Angriffskraft erheblich. Okay. Nice. Ich will nichts sagen, aber da unten ist einfach nur das Ding gewinnen. Bin ja fern damit. Sag ich ehrlich. Kann ich da alles retour rennen? Wegen dem bin ich eigentlich daher. Ach, das ist jetzt nicht schlecht. Was ist das? Was ist das? Ah, Maxi-Rübe, seltene Knolle, die auf sonnigen Wiesen wächst. Als Kochzutat pülst die Herzen des Maximum, übers Maximum hinaus. Das ist richtig cool. Ich schwör's, ey. So.
drüben war. Genau, und da geht's hoch. Da geht's hoch. Ende damit und. Ah, oh, Scheiße. Wir müssen da nach oben. Der nimmt uns einfach mit. So, da. Genau, da wäre es so gekommen. Das heißt, wir müssen da weiter. Oh mein Gott, wenn ich das schon sehe, die Passage da. Mein Gott. Das ist die Frage, wo ich hinkomme. Boah, wenn ich das schon sehe, da wird mir ganz, ganz schlecht. Hallo? Kommt da Wasserblasen oder nicht? Danke. Wie lange das jetzt dauert hat. Oh mein Gott. Diese coole Mechanik. Tschüss. Upsala. Eigentlich könnten wir unser geiles Sora-Schwert damit ausrüsten, aber dann haben wir nur Großdinger. Das ist so blöd. Ich hätte das Schwert damit ausrüsten sollen, das war crazy gewesen. Aber ja, wir bleiben drin. Wasser. Wir können eigentlich alles säubern, eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob da unter dem Dings was drinnen ist jetzt. Deswegen will ich mal drauf. Nein, weiterlaufen. Du musst schreien. Okay, aber wir haben nur Wasserfrüchte, die wir gesammelt. Deswegen alles gut. Ja, damit der Truhe, was ist da drin? Ein Hydrant! Okay. Ich glaube, dass wir den da drüben. Okay, wir kommen da komplett drauf. Oh mein Gott, wie weit du da springst. Okay, ich verstehe schon. Ich kann da in den Dings rein. Wir probieren's. Okay, das war ein bisschen Bullshit jetzt. Das war übertriebenster Bullshit jetzt.
Aber ich möchte da oben gern, weil ich wissen möchte, was das ist. Ein True. Okay, her damit. Drei Schwebesteine. Ein Sonarbauteil, das den Gesetzen der Schwerkraft trotzt und schwebt. Die Sonar soll mit dieser Technologie Inseln und Gebäude am Himmel schweben lassen. Okay, let's go. Okay, darüber. Wir riskieren nichts und da unten geht es schon wieder richtig Trouble. So. Den Schrein nehmen wir mal fix mit. Ich gehe schon schreien. Den müssen wir mitnehmen, weil, Alter. Wenn wir oben kommen, können wir uns da hinporten. Der ist wichtig. Und da unten können wir schon wieder kämpfen wie die Erksen. Oh, was ich da schon wieder gesagt habe. Ist wieder so ein komisches Würfeldings. Mal schauen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Schwebendes Wasser. Nein, ich hab's nicht erwischt. Warum kann ich es nicht nehmen? Keine Ahnung, was der Wasserball da sieht. Jetzt wird's interessant. Jetzt geht's, danke. Oh, wo ist denn der? Nimm mich mit! War das die eine Truhe da, oder? Ich hoffe. Gut, das ist eine Platte. Ja. Das war anscheinend die andere Truhe.
Ich würde mal behaupten, die Kugel geht genau zu hoch. Das bringt mir aber dann trotzdem nichts. Okay, ich hab's richtig gemacht, unabsichtlich. Dass wenn wir, glaube ich, auf das Eck gehen, uns die Kugel mitnimmt. Ich hoffe. Wir schauen. Alter, was für ein geiler Schrein. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. GG. Also das ist... Das war cool jetzt. Das war richtig cool. Überspringen! Jawohl. Danke dafür. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Jupp, ich hoffe, dass wir Kraft schenken. Oh mein Gott. Ich muss da in die Mitte und links und rechts, da kannst du übergehen. So, den Schrein haben wir abgehackt, das ist wichtig. What the fuck? Okay, da ist ein Flieger. Da können wir darüber fliegen. Aber da geht's ja auch noch kommen mit links, rechts. Oh mein Gott, was ist da? Da gehen wir schon einkaufen. Da gehen wir schon ein. Brauche ich die da eigentlich? Ich glaube, ich brauche die. Was kriegen wir da? Okay, die Schwebesteine. Steh auf, Männchen. Gleiter, Gleiter, Ventilator. Die Ersatzbatterie. Cool. Er hat da ein True. Ja, dann nehmen wir jetzt kurz auseinander. Scheiß drauf. Zwei Truhen. Für eine Spritze. Der macht richtig Damage. Ich kotz. Oh mein Gott! Ich dreh, das mit der Steuerung ist wirklich blöd. Da gibt mir nichts. Brauche ich irgendwas, was ich essen kann. Das ist gar nicht so geil. Aber den. Ein Leichtpilz ist mal. Oh, da endlich. Ich habe jetzt kein kleines Schwert mehr. Ja, und genau jetzt wird's blöd. Kann ich den Zauberstab nehmen? Hab ich das schon gepasst? War das nicht irgendwie... Jo.
Truhe! Einfach mittendrin! Alter, ein Überbleibsel der Willenskraft der Weisen aus alten Zeiten. Wenn du vier davon einer Statue der Göttin darbringst, vertieft sich deine Verbindung zu den Weisen. Geil. Was? Komm. Schmeiß den Scheiß. Wächter. Im Rennen haben wir wieder Schild. What the fuck? Bitte! Na, Nase juckt sie, juckt alles. Oh ja! Juno wollte mir den Rest geben. Laserwaffe, Energiesphären, richtig viel. Ja, ich würde mal sagen, wir verbinden das miteinander. Wenn wir müssen, oder wir konnten eine Schütte damit verbinden. Warte mal. Okay, können wir nicht. Boom. Sehr gut. Oh mein Gott, wir haben noch. Die Kämpfe sind immer so anstrengend. Gamma-Kriegerlanze. Widerstandsfähige Lanze der Sonar. Bei Synthese mit Sonarbauteilen oder Materialien erhöht sich die Angriffskraft mehr als üblich. Sehr gut. Dann kämpfen wir jetzt in Zukunft wieder einen Speer. So, das haben wir geregelt. Auf entspannt. Schauen wir uns ein bisschen um. Der Weg da aus schaut ja ultimativ cool aus und ich traue mich wetten, wenn ich da ganz hintere laufe, ist einfach nichts da. Schlamme nicht stehen. Schaut, dass ich die Hosen von den Zoras nicht gefunden habe. Ich war gerne mit dem Kometen-Zora-Outfit in die Dings gegangen. Also dort im Tempel. Okay. Dass die Schwerkraft halt anders ist, ich verstehe nicht warum. Finde ich aber gut. Finde ich richtig gut. Hui. Oh mein Gott, das ist auch wieder ultimativer König. Eine Pfütze. Wir hauen den jetzt auch kurz in die Fressen. Was für eine Range. Was für eine Range.
rauf. Komm, schlag her. Und eingefahren. Und tot. Ich verstehe nicht, warum die da Holzwaffen haben, aber ja. Da sind nur mehr drei. Die nehmen wir kurz auseinander. Komm her da. Also mit dem Speer ist schon viel angenehmer zu kämpfen. So, Distanzwaffen ist gut. Tschüss, würde ich mal sagen. Ah, okay, eine spezielle Truhe. Cool, die schauen wir uns jetzt nach. Dann habe ich Wäsche wieder komplett überzogen. Von der Folgenlänge her. Aber. Wenn du Samen Zelda spielen drinnen bist, dann ist es schwierig, dass du wieder aufhörst. Was kriegen wir? Bitte Elite-Lanze. Okay, die Lanze, die fühle ich. Deswegen haben wir die Lanze weg. Nehmen wir die andere Lanze mit. Ja, sehr gut. Dann bedanken wir wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen, wenn wir weiter diese Himmelsinsel da erforschen. Dankeschön. Kuss, meine Lieben.